Hallo Rudel, ich bin Dizzy und du guckst hier Alishi Online. Geil, oder? Ein Pferdspiel. Und bitte seid nicht abgeschreckt. Es ist ein sehr witziges Pferdespiel. Ich habe es zwar noch nicht gespielt, ich habe allerdings schon einiges dazu gesehen. Man kann hier auf jeden Fall cool mit dem Pferd reiten. Und wenn man hier diese blöden Schafe weghaut, dann kriegt man Gold. Was ist denn bitte cooler, als wenn man Schafe weghaut und Gold bekommt? Außerdem ist man halt relativ schnell auf diesem Pferd und es soll ein bisschen so sein wie Mario Kart. Und dieses kleine Schwein hier oben hat mir eben schon erzählt, dass ich fliegen kann. Und das ist ja wohl hammergeil, oder? Hallo, ein Pferd, das fliegen kann? Und dazu kann man noch so geil driften und so. Ich habe allerdings noch kein Rennen gemacht, weil ich das gerne aufnehmen wollte, meine Ersteindrücke. Und guckt euch bitte mal an, was für ein knuffiger Typ ich hier bin. Mit türkisen Augen und voll süß und so. Und mein Pferd ist jetzt nicht ganz so geil. Ich hoffe, ich kriege noch ein besseres. Auch wenn das so coole Sternchen hier, naja, auf der Haut hat. Aber das finde ich nicht ganz so geil. Ich hoffe, ich kriege da noch ein besseres. Wie gesagt, aber wir sprechen jetzt erstmal mit dem Jimapel. Bonjour, bonjour, Großvater Thomas. Ist auf jeden Fall ein Spiel aus Korea. Es wundert mich tatsächlich, dass es eine deutsche Übersetzung gibt. Aber finde ich cool. Es heißt Alishi Online, das heißt, man kann es natürlich auch mit anderen spielen. Ihr seht hier schon den Chat, da schreiben ganz viele Leute auf Englisch etc. Heißt, man kann das tatsächlich auf der ganzen Welt spielen. So, und was hast du bitte jetzt zu sagen? Ja, bonjour, bonjour. Ich bin der Dizzy, hi. Okay, das ist jetzt schon wieder nicht mehr Englisch. Ich habe immer gesagt, bla bla bla, okay, cool. Okay, Koreanisch, erst Deutsch, dann Englisch, dann Koreanisch. Warum auch immer. okay, danke. Okay, ich hab Wünsche und so. Alles klar, danke, danke, Großvater Thomas. Du hast einen süßen Hund. Knuff, knuff, knuff. Süßer Knuff, Knuff, Hund. Sieht aus wie dieser eine Hund aus dem Fernsehen. Irgendwas mit B. Ich hab den Namen vergessen. Was ist das hier Schönes? Was ist das? Hallo? Hallo, ich würde gerne wissen, was das ist. Hallo? Ah, diese Steuerung. So. Deine Brutstation ist leer. Okay, ich glaube, hier bräuchte ich irgendwie ein Ei oder sowas, damit ich hier was ausbrüten kann. Keine Ahnung, wie man das bekommt. Hier ist auf jeden Fall noch ein Statuhase. Hallo, kann ich dir helfen? Ja, was soll ich denn für dich tun? Übe deine Reitfähigkeiten, während du auf der Farm rennst oder es... Oder springst. Es springst. Für mehr Spaß habe ich ein paar Ballons aufgestellt, welche dir den Weg zum Folgen zeigen. Es ist kostenlos. Geh weiter und übe damit. Vergiss nicht, mit der Y-Taste zu springen. Okay, danke für die Ballons, die ich jetzt zerplatzen muss. Geil, unsere erste Mission. Wenn das mal nicht spannend ist. Okay, das machen wir. Ich bin richtig gut da drin. Ja, 10 Stück. Kaputt. Muss ich dafür springen? Ich glaube fast nicht. Nein, ich habe ihn verpasst. Egal, den holen wir gleich. Und er hat Nice zu gesagt. Nice zu. Oh Gott, wie soll man die denn alle bekommen? Hilfe. Ich weiß einfach auch nicht, ob ich springen muss. Oh, ich habe das echt noch überhaupt nicht raus, ne? Hätte ich oben lang gehen müssen? Ne, ich habe 3 verpasst, gell? Okay, egal, die kriegen wir alle noch. Gott, diese Kurven. Okay, 2 Ballons noch. Kriegen wir easy peasy hin. Und letzter. Wir waren jetzt zwar nicht ganz so schnell, aber die Leute applaudieren. Also war das wohl nicht ganz so schlecht. Wir haben 14 Karotten erhalten. Gut gemacht. Nun schalte ich auf der Farm um viel Glück. Du bist gut im Reiten. Wenn du mehr als Schlitter... Wenn du mehr das Schlittern übst, wirst du noch besser. Was ist denn Schlittern? Guck mal, wie krass man das machen kann. Und es gibt halt auch Items und sowas. Und deswegen meinte ich, das ist ein bisschen so wie Mario Kart. Dass man die anderen so abschießen kann und ein Schild hat und all so ein Kram. Also eigentlich klingt das sehr, sehr cool. Ich habe das tatsächlich aber ja noch gar nicht gespielt. Was soll ich denn jetzt noch machen? Er meinte, ich soll mich auf der Farm umschauen, gell? Aber hier gibt es doch gar keinen Typen mehr. Ich habe doch jetzt mit allen geredet. Was muss ich machen? Schlittern, ey. Schlittern ist halt... Aua. Schlittern ist halt mega anstrengend irgendwie. Ich kann das noch nicht so gut. Na gut, gehen wir mal durchs Portal. Da wird schon irgendwas drin sein. Moment, da hinten war eine Katze. Verdammt. Ach, jetzt bin ich in der Welt mit den ganzen anderen. Ich bin jetzt auf der Farm. Oh, hier sind richtig viele Leute online. Hätte ich gar nicht gedacht. Und es gibt auf jeden Fall... Oh, guck mal, das Pferd von dem da an. Es gibt auf jeden Fall noch andere Pferde. Zumindest kann man die noch ausrüsten und sowas. Also wird vielleicht auch so ein bisschen MMORPG-mäßig sein. Hä, wie cool das einfach ist. Okay, und jetzt ist da oben auch noch ein anderer Typ. Wollen wir nochmal mit dem Häschen hier sprechen? Wenn du dich über meine Größe lustig machst, werde ich dir nicht helfen. Ach, ich doch nicht. Über deine Reitfähigkeiten, während du auf der Farm rennst oder springst. Bla, 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 bla. Nein, ich will die Übung nicht nochmal machen, aber dankeschön.
So, hier oben war noch jemand, den habe ich gesehen. Nee, eine Frau. Yuna! Arbeit zu tun, Arbeit zu tun. Schafgemeckere ist so lieblich. Manchmal überquellen mir meine Gefühle. Wenn ich meine Augen schließe und ihnen zuhöre, machen die Schafe Geräusche, die toll klingen. Okay. Hallo, Pferdename und Dizzy. Du siehst glücklich aus. Okay, die hat uns scheinbar nichts zu sagen. Das Schweinchen hat mir nur gesagt, dass ich fliegen kann, wenn ich denn wollen würde. Aber was mache ich denn jetzt? Hier gammeln ein paar Leute rum. Schöne Felder und so. Huch, ich bin jetzt aber gerade ein bisschen überfragt, was ich machen muss. Kann man hier rüber? Nee. Wie ist die da rübergekommen? Hackerin! Richtig die Hackerin. Was muss ich machen? Hallo Leute, wie geht's euch? Okay, hier kommt man rüber. Okay, hallo, bonjour. Aber das ist hart, hä? Brauchst du Hilfe? Ja. Pferde sind eigensinnige Tiere. Du hast es bereits beim Rennen gemerkt, oder? Wenn du die Federspur der anderen Pferde fängst, wirst du schneller laufen. Das nennt man Jagen. Aha. Hast du mir noch mehr zu erzählen, was ich zum Beispiel machen soll? Hallo. Oh, Name, hast du Pläne für heute? Endlich, unsere einsame Mensch wird lebendig. Es ist toll, dass du fürs Reiten hergekommen bist. Ich weiß. Gib mir mal eine Quest oder so. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Quests. Tägliche Quests. Bevor du tägliche Quests startest, solltest du mit Thomas reden. Hab ich doch. Ich habe keine Aufgaben. Hallo, gib mir mal eine Aufgabe. Hallo, ja, okay. Ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Spielerprofil, Herausforderung. Aha, okay. Strecke, Schaffen. Schaffarm. Ich will spielen, ich bin hungrig. Aha. Devil Bay. 475 Kilo wiegt das Pferd? Was? Sind Pferde echt so schwer? Wiegen die fast eine halbe Tonne oder was? Okay, krasser Scheiß. Hier kann man die auf jeden Fall noch verbessern. Sehe ich gerade. Geist, Stärke, Geschwindigkeit, Kontrolle und Agilität. Das heißt, mein Pferd ist gerade echt noch richtig, richtig schlecht. Es gibt noch einen Laden, man kann Artikel kaufen, es gibt ein Heim. Besuche. Es gibt eine eigene Farm? Was haben wir denn da? Ach, das ist meine eigene Farm hier. Ah, jeder hat seine eigene Farm. Okay, was haben wir sonst? Artikel. Schutz, Zubehör. Ich habe noch nichts. Kann ich denn irgendwas kaufen? Guck mal, ich kann hier geile Sachen für 28 Tage aufsetzen. Geil, dann bin ich ein kleines Rentier. Okay, das machen wir schon. Machen wir ja auch irgendwas? Nee. Putzen, Spielbahn. Ich hab nix. Okay, aber wir sind schon mal ein Rentier. Das ist doch schon mal geil. So, und ich sehe gerade Spiel. Im Spiel... wird man wahrscheinlich spielen können. So, wir haben 28 Karotten haben wir. Oh Gott, ist das teuer. 31.000 Karotten für so ein geiles Ding hier. Ah, sieht aber schon schnieke aus. Mag ich. Guck mal, mit der Hose zusammen. Also für 60.000 kann man sich richtig geil einkleiden. In so einer geilen Lederrüstung. Was haben wir hier? Hä? Wie süß das alles gemacht ist. Okay, es gibt auf jeden Fall noch andere Pferde. Die kosten gar nicht mal so viel. Gibt es vielleicht irgendeinen... Hey, die sehen ja alle gleich aus. Verstehe ich nicht. Es gibt so geile Schutzdinger. Ach, wie cool. Es gibt ja echt alles Mögliche. Ist ja krass. Lol. Okay. Aber das kostet alles Cash, sehe ich gerade. Keine Karotten. Die hier können wir uns holen. Weil Cash ist, glaube ich, für echtes Geld. Die ist witzig.
Kriegt man auch für Karotten. Okay, geil. Die will ich haben. Gut, haben wir uns den Shop nochmal angeguckt. Gucken wir mal in die Pflege, Pferdepflege. Wenn wir denn überhaupt eine Bürste haben. Du brauchst Gegenstände. Ich drehe den Shop. Oh, aber es ist sowieso zufrieden. Und schön ist es auch. Ist das nicht toll? Und sie heißt einfach Alicia. So wie das Spiel heißt. Krass, Alter, krass. Behandeln, spielen, putzen. Ich kann nichts machen. Okay, dann spielen wir einfach mal. Und zwar Training. Mal gucken. Jetzt geht's endlich mal ins Spiel rein, Leute. Ich musste erstmal ein bisschen checken, was das hier überhaupt alles ist. Magietraining? Zeittraining? Machen wir mal Geschwindigkeitstraining. Fordere dich selbst heraus im Speed gegen kontrollierte Computerritter. Ritter steigen sich in der Stufe, wenn du die Besten geschlagen hast. Okay. Machen wir doch einfach mal. Das hier heißt Start oder... Okay, go, go. Gegen Computergegner erstmal. Klingt doch interessant. Alle, die haben alle voll die coolen Pferde schon. Ich habe einfach gar... Ich habe nicht mal einen Sattel. Holy shit. Okay, geht los. 3, 2, 1. Los. Wie? Es gibt einen Raketenstart? Wieso können die einfach einen Raketenstart... Oh Gott, springt. Wieso können die einfach einen Raketenstart... Wie schnell die sind. Hallo, chillt mal. Kann ich irgendwie schneller laufen? Der eine Typ, der Thomas meinte, dass wenn man in deren Windschatten läuft, dass man dann schneller ist, ne? Ja. Aber irgendwie... Fuck. Gibt es irgendeine Taste, dass ich schneller laufen kann? Oh, damit gucke ich zurück auf jeden Fall. Ja, hier. Okay, ich hab's gefunden. Da war irgendein Item. Ich will die Items haben. Was sind das für Items? Oh, ich habe alle verpasst. Scheiße. Okay, nicht die Schafe treffen. Hallo, geh mal weg hier. Andi, du Blödmann. Ah, da links sehe ich das auch gerade. Oh, dashen, dashen, dashen. Upsala. Ey, man kann den Dash aufladen und dann ist man danach schneller, oder was? Nee, hä? Ich dachte, das wäre jetzt so wie das Drift. Perfect Jump. Ich dachte, das wäre jetzt so wie das Driften in... Oh Gott, doch, es ist wie das Driften in Mario Kart. Go, lauf. Und auf der linken Seite seht ihr, wie lange man sprinten kann. Ey, ist ja voll geil. Das macht richtig Spaß. Die haben wieder meine Items hier weggeschnappt, die Blödmänner. Finde ich echt nicht cool. Kann ich mal bitte ein bisschen schneller laufen? Kann ich mal bitte Items bekommen? Ich krieg ja nichts. Oh Gott, wie viele Runden sind das? Wir sind siebter und es ist die letzte Runde. Scheiße, ey. Ja, Andi, hau mal ab hier, du Blödmann. Ich will dich nicht. Andi, hau ab. Komm, ich will wenigstens Sechster werden. Lauf, mein kleines Pferdchen. Lauf, lauf, Dizzy. Lauf, Alicia. Alter, die sind so mega schnell. Holy shit. Okay, aber mein Pferd ist natürlich auch überhaupt nicht trainiert. Danke, dass ihr weggegangen seid, ihr komischen Schafe. Da, jetzt hole ich mir aber mal ein Item. Go, go. Was ist das? Wie setze ich das ein vor allem? War das einfach nur ein Boost? Ich sehe nämlich gerade nicht, dass ich irgendwie ein Item hätte. Oh, ich bin so langsam. Ah! Ja. Aber ich sehe gerade, dass wenn ich hüpfe, wenn ich über diese Hindernisse hüpfe, dann kriege ich auf jeden Fall Speed dazu. Also dann kann ich auf jeden Fall speeden hier. Und Dave ist Erster geworden. Voll der krasse Typ. Nein, ich werde einfach Siebter. Nur Andi ist hinter mir. Na geil. Ich bin nicht mal ins Ziel gekommen. Nein, jetzt bin ich genauso scheiße wie Andi. Ja, herzlichen Glückwunsch, Dave. Dave. Ach, man kann ja auch fliegen. Habe ich ganz vergessen. Haben wir denn wenigstens irgendwas bekommen? Schwierigkeit Experte, Level 30. Level 30, Stufe 10 war die Schaffarm. War das jetzt hier die Schaffarm? Ja, ne? Du solltest mehr trainieren, bevor du es versuchst. Ja, GG. Die waren ja auch alle viel zu schnell. Okay, wir ändern mal den Modus. Den haben wir jetzt auf jeden Fall abge... Ne, haben wir nicht. Haben wir das abgeschlossen? Ich weiß es nicht. Wir machen auf jeden Fall mal Magietraining hier. Fordere dich selbst heraus in Magie gegen kontrollierte Computerritter. Okay, machen wir. Magie, dann kriegen wir vielleicht endlich mal... Können wir vielleicht eine andere Strecke nehmen, wo man auch mal gewinnt? Irgendeine einfache? Guck mal, die Schaffarm hatte vier Dinger hier. Was auch immer das heißt. Oh, es gibt aber gar nicht so viel Auswahl. Schwierigkeit aber nur eins. Ja komm, machen wir nochmal die Schaffarm, aber diesmal... Nee, nicht die Schaffarm. Machen wir diesmal Le Biancodorf. Toll, wir hatten ja einfach sehr schwierig ausgewählt. Ja, dann kein Wunder, dass wir das nicht geschafft haben. So, und Magietraining einfach mal auf leicht.
Warum stellt das Spiel das automatisch auf sehr schwierig? Ich meine, ich bin natürlich ein krasser Reiter hier, aber so gut? Gleich von Anfang an? Mann. Aber ich war wenigstens besser als Andy. Immerhin. Ah, schöne Strecke. Oh, und kein Raketenstart, sondern ein fliegender Start hier. Auch mal interessant. Guck mal, die sind wenigstens alle sehr langsam. So, das kriegen wir hin. Hier, Magie. Wo ist Magie? Ich will Magie. Magie ist lecker. Okay, sammeln wir jetzt gerade Magie? Ist das blaue Magie, das wir einsammeln? So, und ich verstehe jetzt nicht, wie das mit dem Dash funktioniert tatsächlich. Oh. Okay, wir haben Magie. Schild! Ich bin... Was? Was? Hat mich irgendjemand abgeknallt oder was war das? Nice! 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 Geil! Okay, hier, Drache! Drache, erwache! Schieß sie ab! Geil, hab ich ihn getroffen. Ich bin mir nicht so sicher, tatsächlich. Wie guckt man nochmal zurück so? Oh Gott, die machen irgendwas. Okay, aber nur ein Schild. Der setzt wieder einen geilen Drachen ein. Wieso war mein Drache nicht so krass? Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe gar nichts mehr. Hä, hey, Magie ist ja richtig strange. Da ist wieder irgendjemand gestorben. Hier, Drache! Wieso ist... Ich glaube, ich muss das gedrückt halten. Ah! Ich muss diese Items gedrückt halten, damit sie irgendwas machen, glaube ich. Miss? Ich weiß ja nicht mal, was die ganzen Sachen machen. Ich muss hier erstmal ein bisschen leer, glaube ich. Hüpf. Geil. Okay, lauf, mein kleines Pferdchen, lauf. Achso, damit wird man langsamer, damit guckt man zurück. Okay, verstanden. Irgendwer. Ah! Der hat mich hier mit seinen Bowling-Dingern getroffen. Hier, nimm dieses Eis und sterb dran. Sterben sie dran? Läuft da jemand rein? Nö. Lame. Kann ich mal bitte irgendwie schneller laufen? Ach so, kann man auch dashen. Ah, okay. Es gibt zwei Tasten zum Dashen. Finde ich interessant. Ich verstehe aber nicht. Man kann ja machen, dass der Dash voll ist. Wir kriegen ja die ganze Zeit dieses Eis. Ich pack das hier einfach mal überall hin. Das passt schon. Da läuft schon irgendjemand gegen. Guck mal, Cookie ist Zweiter. Fuck, wir müssen vor Cookie da sein. Man kann dieses Dash schnell aufladen und dann wird man, glaube ich, wenn das voll aufgeladen ist, auch schneller. Aber ich glaube, man muss das erst noch irgendwie aktivieren tatsächlich. Aber ich weiß nicht wie. Ja, mach so ein Ding. Jetzt nehmen wir nochmal den Drachen hier mit. Der bringt uns zwar überhaupt nichts. Und Dash! Puh. Kein Plan, wie das gehen soll. Drache, erwache! Ich verstehe das alles nicht. Ich hätte auch mal oben lang gehen sollen. Dann fliegen wir hier mal. Niemals! Oh, ich bin doch geflogen! Shit, shit, shit! Die Leute kommen! Nein, ich will erster bleiben! Lasst mich alle in Ruhe! Was ist das? Oh! Ein Drache! Ja, genau! Fickt euch doch! Oh shit, die kommen richtig nah. Okay, aber ich glaube, wir haben gewonnen. Ja! Erster! Woo! Ja, easy, würde ich sagen. Alter, die töten hier mein Pferd mit diesem blöden Drachen. Voll assig. Woo, guck mal, das bin ich. Guck mal, ich kann fliegen. Mit meiner coolen Clownsnase. Und ich bin irgendwie in der Stufe aufgekommen. Ich glaube. Nee, ich bin immer noch Stufe 2. Was ist denn hochgegangen jetzt eigentlich? Wie cool das ist. Pferdeklasse gestiegen. Du kannst Fähigkeiten verbessern. Geil, das mache ich. Ah, okay, okay, ja, pit. Xing wang hong, xing wang gong dong. Das war eher chinesisch, aber egal. Cool. Okay, das war Magietraining. Fehlt eigentlich nur noch Zeittraining. Obwohl, das ist dasselbe wie Geschwindigkeitstraining wahrscheinlich, ne? Sehr, sehr cool. Okay, ich würde gern wieder zur Farm. Darf ich? Darf ich bitte einfach wieder zur Farm? Wie geht das? Wie komme ich denn zur Farm zurück? Da. Go to Edge. Die Musik ist auch mega nice. Okay, wir graden auf jeden Fall mal unser Pferdchen hier ab. Mal gucken, was das alles bringt. Agilität. Increases Dash Speed. Increases Sliding Ability. Decreases Speed Loss while Sliding. Auch gut. Aha, Kontrolle. Decreases Speed Loss while Running Uphill. Decreases Collision Shocks. Increases Downhill Running Speed. Okay, ist jetzt nicht so geil. Geschwindigkeit, increases Boost Speed, increases the duration of Boost, increases the duration of Team Magic Spellbook, every 10 points increases the critical chance of Boost. Aha. Stärke, increases the duration of Boost, aha. Geist, increases Speed of Chasing.
Long Boost Time of Chasing, Large. What the fuck? Ich finde Agilität eigentlich am geilsten, oder? Dash Speed, Sliding Ability. Diese Sliding Ability finde ich halt mega nice. Ich pack das mal auf Agility. Guck mal, wir haben sogar häufig Glück. Geil. Das heißt, unser Pferd wird jetzt nicht so häufig kaputt gehen, wie das hier steht. Okay, regenerieren. Kostet bestimmt Karotten, ja. Holy shit. Das kostet viel. Egal, ist ja noch fast voll. Es ist auf jeden Fall hungrig. Ich bin hungrig. Oh, kleines Pferdchen, bist du hungrig? Ich würde dich gerne füttern, aber ich habe leider nichts. Mal gucken, ob wir irgendwas für dich finden. Hallo, habt ihr vielleicht irgendwie... Weiß ich nicht. Essen? Hier, Essen. Food. 200 Karotten kostet der Scheiß. Oh, okay, wir haben 300. Wir kaufen mal 10 Einheiten. Aufladen? Ja, gib mal her. Haben wir es jetzt? Geil. Wir haben Essen gekauft. Spielzeug. Ein Bogen als Spielzeug? Alles klar. Putzzeug ist auch zu teuer. Was haben wir sonst so? Keine Ahnung, was das alles ist. Okay, wir pflegen dich, Pferdchen. Ich pflege dich. Kein Ding. Kein Ding. So, hier, nimm deine... Ach, das sind Zuckerwürfel. Hier, nimm einen. Willst nicht? Nimm. Du hast Hunger. Nimm deinen Zuckerwürfel. Das ist... Das ist zwar ein sehr großer Zuckerwürfel. Alter, ist der harsch. Willst du noch einen? Willst du noch einen oder bist du jetzt zufrieden? Bist du zufrieden? Du bist zufrieden. Aber geht's dir denn auch gut? Ist die Frage. Ich bin hungrig. Du bist immer hungrig. Was bist du hungrig? Du bist überhaupt nicht hungrig. Wo steht denn, ob du hungrig bist oder nicht? Zeig mal. Ich verstehe das alles nicht. Du willst noch ein? Okay, hier, noch ein. Nimm einfach noch ein Zuckerwürfel. Ja, Zuckerwürfel. Das ist voll der Fake da im Hintergrund, dass wir eine Bürste haben. Haben wir nämlich gar nicht. Können wir uns nicht leisten. Ist zu teuer, kostet zu viele Karotten. Voll. Geil. Zufrieden und voll. Na? So, jetzt will er nur noch spielen. Allerdings haben wir kein Spielzeug. Ist ein bisschen blöd. Du hast noch nicht den Artikel zur Namensänderung für Pferde gekauft. Okay, ich würde den nämlich gerne umbenennen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich mein Pferd nennen soll. Das wäre doch mal cool. Also Pferde, Vorschläge, einfach mal in die Kommentare. Ich glaube, ich werde dazu sogar noch ein paar mehrere Folgen machen. Ich finde das Spiel nämlich witzig. Ich habe auch gesehen, man kann gegen andere antreten. Ich werde mal den Xadius fragen, ob er Bock hat. Und dann eventuell mal gegen den antreten. Ja, das machen wir. Auf jeden Fall war es das dann mit der ersten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe euch das Spiel ein bisschen näher gebracht, obwohl ich das selber noch nicht so richtig verstehe. Aber ja, vergesst nicht, den Part zu bewerten. Würde mich freuen, ob beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und der Rudel-Army beitritt. Der Rudel-Army vor allem. Der Rudelbande beitritt. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.